Mit dem XGIMI 11 ist ein besonders kompakter LED-Projektor auf den Markt gekommen, der besonders im Alltag schnell einsatzbereit sein soll. Bei dem chinesischen Modell handelt es sich um ein gerade mal 900 Gramm schweres Gerät, welches mit 800 ANSI Lumen schnell ein großes Bild in Full HD an die Leinwand zaubern kann. Dabei bietet der 11 einige Komfortfeatures, läuft mit Android TV, mit integriertem Chromecast, ist HDR10 fähig und kann sogar 3D-Inhalte wiedergeben. Neben der guten Konnektivität zeichnet sich der smarte Projektor auch durch seine schnelle Bildanpassung aus. Ihr stellt das Gerät auf und innerhalb von Sekunden justiert sich der 11 automatisch, um die bestmögliche Projektion zu ermöglichen. Wenn ihr eure Inhalte nicht gerade via WLAN streamen wollt, könnt ihr quasi jede Bildquelle über ein HDMI-Kabel in das Gerät einspeisen. Die Fernbedienung läuft über Bluetooth und ist somit positionsunabhängig einsatzbereit. Wer es noch bequemer haben möchte, kann den 11 auch via OK Google steuern. Die Bildqualität des kleinen XGIMI 11 hat uns sehr positiv überrascht. Zwar müsst ihr durch die LED-Technik ein paar Abstriche in der Leuchtstärke machen und solltet definitiv die Umgebung abdunkeln, ihr haltet dennoch ein hervorragendes Bild und könnt euch über eine lange Lebensdauer freuen. Ein weiterer Vorteil ist die sehr geringe Lautstärke von unter 30 Dezibel. In der Regel dürftet ihr den Projektor bei der Nutzung kaum wahrnehmen, sogar wenn er direkt vor euch steht. Speziell Gamer werden sich über eine sehr schnelle Latenz freuen. Dafür gibt es sogar einen eigenen Game-Mode. Als kleinen kompakten Beamer für den Alltag können wir den XGIMI bestens empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euren Raum für euren Film- oder Spieleabend etwas abzudunkeln, werdet ihr kaum einen Unterschied zu wesentlich größeren und lauteren Modellen feststellen. Der 11 hingegen ist schnell aufgestellt und sorgt so sofort für Kino-Feeling. Ihr könnt das Gerät auch einfach mal bequem mit zu euren Freunden nehmen. Sollte euch der 11 gefallen, dann könnt ihr ihn für rund 650 € bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.